Hi Leute und herzlich willkommen in der Angerwelt Wien. Wie vielleicht für einige von euch schon über Facebook mitbekommen haben, ist, dass wir seit letzter Woche eigentlich das Komplettsortiment von der japanischen Firma Zappo bei uns im Geschäft lagernd haben. Vielleicht sagt von euch an jeden noch nicht der Name Zappo was. Zappo ist eigentlich in Japan stark vertrieben, haben alles, was sich im Bereich Thermaldeckel, sprich Kleinzeug im Raubfischbereich abspielt, sei es über Gewichte, Jigheads, Offset-Haken, normale Dropshot, Finesse-Haken, eigentlich die komplette Range. Das Besondere ist aber hierbei, dass die Burschen wirklich einen sehr hohen Wert auf kleine Details und auf die Qualität legen. Ich werde jetzt euch ein paar Sachen sagen, was wirklich neu sind oder beziehungsweise was aus der Masse an Produkten, was es am Markt gibt, rausstechen und wo es eure Köder, Techniken um einiges verbessern könnt. Eines, was mir zum Beispiel gerade im Hardbait-Bereich sehr gut gefällt, ist einmal, ist zwar nur eine Kleinigkeit, das sind die sogenannten Tinsel. Das sind so kleine Federn mit so Glitzer-Skirts, gibt es in verschiedenen Längen, dass ihr es auch an die Ködergröße anpassen könnt. Und das ganze Ding hat vorne so einen Schnellverschluss. Da könnt ihr zum Beispiel bei einem Crankbait, wenn ihr eine höhere Lockwirkung wollt oder eure Silhouette, eures Köder einfach größer erscheinen lassen wollt, einfach hergenommen mit dem Schnellverschluss hinten im Sprengring einhängen. Dann hat es ja den Vorteil, dass einerseits einen zusätzlichen farblichen Anreiz hat und das Ganze im Wasser für den Raubfisch einfach auch größer ausschaut. Ein zweites cooles Gadget sind diese kleinen Nailbomb-Verschnitte, was es da gibt, mit oben mit so einer Spirale und unten ein Wolframgewicht. Die kommen dort zum Einsatz. Jeder von uns kennt das oft gerade jetzt im Winter, wo man auf der Spur tiefer fischen muss und man hat zum Beispiel jetzt am Wasser gerade nicht den Crankbait mit der jeweiligen Tiefe oder sei es auch Jerkbait dabei und ich muss aber eine Runde tiefer runter, gehe mit den Burschen einfach her, nehme im Drilling, der was bauchseitig ist und tue das Ganze über diese Schnecke, über die Feder einfach unten aufziehen. Doch das habe ich dann einfach den Vorteil, dass der Schwerpunkt weiter vorne sitzt, ich habe ein bisschen zusätzliches Gewicht und so bringe ich ihn noch um die gewisse Stufe tiefer. Im Softbait-Bereich, was aber coole Geschichten gibt, sind einerseits diese Insert-Weights mit den Kundschaftskörts, die haben den großen Vorteil, wenn ich es zum Beispiel mit einem klassischen soften Swimbait oder Gummifisch verwende, dass ich das Ganze einfach vorne im Bauchbereich reindrücken kann. Und dann habe ich den Vorteil, wenn ich das Ganze noch schön gerade beim Offset-Haken aufteile, habe ich den großen Vorteil, dass ich nochmal einen zusätzlichen farblichen Anreiz habe, beziehungsweise wenn ich mit meinem Gummiköder so Stop-and-Go-Pausen einlege, fächer den noch zusätzlich auf. Von der Länge her, wenn es mal zu lang sind, kann ich es natürlich noch einkürzen, da sind eigentlich meine Fantasien keine Grenzen gesetzt. Eine andere coole Geschichte in die Richtung ist auch noch die Double Twins, was von Zappo gibt. Das ist relativ lässig, wenn ich jetzt zum Beispiel einen normalen Gummiköder habe und ich möchte mehr Vibrationen haben, dass Raubfische in tieferen Gewässertiefen wahrnehmen, gehe einfach her bei meinen Offset-Haken, die Twinplates, die haben da in der Mitte so eine kleine Öffnung, fädel das Ganze ganz normal über die Hakenspitze auf, aufpassen, dass man sich nicht sticht, schiebe das Ganze entweder zentral nach vorne, wenn ich einen normalen, unbeschwerten Offset-Haken habe, oder so wie es jetzt bei mir beim Ona Beast Hook ist, einfach vorne an, wo es im Gewicht dann ansteht. Dann das Ganze wieder normal auffädeln. Und dann habe ich einfach den Vorteil, wenn ich noch meinen Köder gleichmäßig durchs Wasser durchkugel, drehen sich diese kleinen Spinblades und machen so zusätzliche Reflexionen, Vibrationen. Von den Twinblades gibt es ein paar verschiedene Farben, gibt es ganz normal in Kupfer, in Silber oder auch so mit auf einer Seite mit so chartreusen Farbtönen, dass ich einen zusätzlichen farblichen Anreiz habe. Jeder, was mich kennt auch, ist, dass ich wirklich die letzten zwei Jahre extrem gern das Jigger Rig fische. Das ist eigentlich das verkürzte Drop-Shot-Trick. Auch in die Richtung hat Zappo wirklich ein paar coole Geschichten. Das Besondere bei Zappo ist auch, es gibt einmal die Burschen immer mit einem größeren Öhr vorne, also beim Haken selber, dass ich mein Gewicht relativ schnell einhängen kann. Oder dann gibt es auch die Serien, wo ich neben einem normalen Auge nach unten einen kleinen Split-Ring mitlaufen habe, also ein kleines Ring, wo ich mein Gewicht relativ schnell einhängen kann. Das Coole bei Zappo ist auch, dass der Verschluss von den Gewichten so designt ist, dass es relativ schnell wechseln kann, also mit so einer Schnecke, das einfach mit einem Dreh, zack, auskennt. Und wenn es bei einem Spot tiefer muss oder auch leichter, kann ich da relativ schnell wechseln und das Ganze anpassen auf meine jeweilige Angelsituation. Eines, was ich die letzten Jahre auch sehr lieb, sind
Die ONA Caption Hook ist für alle von euch, was sehr gerne zum Beispiel Reggae Rigs fischen. Die Form von den Haken ist in die Richtung wirklich lässig designt, weil ich das Ganze relativ weit nach vorne abgesetzt habe in Hakenschenkel und dann steil nach oben. Durch das habe ich einen großen Vorteil, wenn ich meinen Wurm aufziehe, dass der wirklich in der Position bleibt, wenn ich ihn führe und nicht wie bei einem herkömmlichen Einfachhaken im Boden relativ schnell und leicht verrutscht. Die Hakenspitze nach vorne hin mit einem kleinen Weedguard geschützt. Das ist gerade jetzt, wie es im Herbst ist, wenn man oft unten am Grund ein abgestorbenes Laub oder Gras hat, schütze ich meine Hakenspitze davor. Was Zabo natürlich auch im Programm hat, sind die passenden Nailbaits in verschiedenen Grammaturen, dass ich es an meine jeweilige Angelsituation anpassen kann. Ja, das war mal der erste Einblick in die Welt der Firma Zabo. Ist komplett ab sofort lagernd bei uns in der Firma Anglerwelt in Wien und in den nächsten Tagen auch bei uns erhältlich auf unserem Onlineshop. Ich wünsche euch viel Erfolg am Wasser und bis demnächst.